Liebe Mitbürger, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Imam, dass Sie die Einladung ausgesprochen haben. Ich bedanke mich bei allen, die mich heute hierher begleitet haben, den Gästen, aber auch den Laien, Vertretern der Fragen, die heute auf der Galerie sitzen. Wir haben in den letzten Jahren, soweit ich mich noch zurückerinnern kann, in Tulln ein harmonisches Miteinander der Religionen erlebt. In den letzten 2 Jahren ist dieses Miteinander durch die Initiative Stadt des Miteinanders noch stärker geworden. Es war wunderschön zu sehen, als die Priester, darunter die Priester, die Vertreter der Religionen vor einigen Monaten begonnen haben, sich zusammenzusetzen und den Dialog der Religionen zu führen. Und dieses Miteinander, dieses gilt es gerade in dieser schwierigen Woche, wo von Beginn dieser Woche dieses furchtbare Attentat passiert ist, zu verteidigen und ganz klare Botschaften zu senden. Die erste Botschaft ist, dass es der Zweck dieser radikalen Gruppierung, die diesen Anschlag in Wien begrüßt, dass der Zweck dieses Anschlags dazu dient, die islamische Glaubensgemeinschaft Muslime Österreichs an den Rand zu drängen. Das ist ein bösartiger Versuch, die Gesellschaft zu spalten. Diesen Versuch gilt es mit aller Deutlichkeit entgegenzutreten. Deswegen möchte ich Ihnen heute im Namen der Stadtgemeinde Tulln klar zum Ausdruck bringen, dass Sie, dass diese Glaubensgemeinschaft hier in Tulln auf keinen Fall unter Generalverdacht gestellt werden darf. Das gilt nicht nur für Tulln, das gilt meines Erachtens für die gesamte Republik. Wir alle sind geprägt durch unsere religiösen Einstellungen, die wir zum Teil in unserer Kindheit von unseren Eltern vermittelt bekommen haben, von unseren Religionslehrern, von unseren Priestern. Wir haben unsere verschiedenen Bilder von dem Geheimnis, das uns umgibt. Dieses Geheimnis nennen die Christen Gott. Die Muslime nennen dieses Geheimnis Allah. Ich habe vor 2 Jahren zu einer Heiligen bei Todesgebeten teilgenommen auf einem Friedhof in Bayern, im tief katholischen Bayern, auf dem Friedhof der Abtei Münster Schwarzach, wo gemeinsam Mönche des Benediktinerordens mit geflüchteten Muslimen am christlichen Friedhof ihrer Toten gedacht haben. Und ich habe niemals zuvor so intensiv gespürt, dass die Menschen, die dort ihre Toten begrabten, sich an sie erinnerten, in Wahrheit an dasselbe Geheimnis gedacht haben. In der Hoffnung, dass in diesem Geheimnis Gott, Allah, welches Bild auch immer entstanden ist und im Töpfen ist, wartet und die Gläubigen aufnimmt. Und so bindet dieses große Geheimnis. Wir haben unterschiedliche Bilder von Gott, wobei jeder Mensch, das hat nicht nur zu tun, welche Religion er angehört, sondern jeder Mensch hat sein eigenes Bild vom Geheimnis, das uns umgibt. Ich wünsche uns allen, dass wir unter diesem gemeinsamen Dach, unter dieser gemeinsamen Sehnsucht, immer die Wege finden, wo wir den friedlichen, offenen Dialog suchen, wo wir uns ergänzen, wo wir uns sehen als das, was wir sind, als Menschen, die einander brauchen,
die ein Netz bieten und damit eine unterbrüchliche Gemeinschaft bieten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.